Okay, Leute, ich bin bereit für noch einen Durchgang. Die Kühe mit dem UFO, ja. Auf die. Oh, goldene Uhr, scheiße. Okay. Goldene Uhr, diese gemeinen Typen schießen dir die Augen aus. Zu früh. Mein Gott. Hallo! Ja, danke. Alter! Fuck off! Fuck off! Gib Kuh! Du dumme Kuh! Hör auf mich abzuballern! Ich bringe ja noch meine Kuh weg! So. Alter! Ich hab keine Leben, ne? Ich kann ruhig die ganze Zeit versagen. Das ist okay, glaube ich. Versagen, also getroffen werden von denen. Sag mal, die sind aber auch widerspenstig, die Kühe hier. Ja, ist ja klar. Ah! Ich kann mich auch schon wie die Kuh, ne? Komm her. Ups, falsche Taste. Ich glaube, das Goldene hat gerade den Dulli abgeballert. Also den. Hauptraumschiff. Oh. Komm her. Die Kuh in Ruhe. Na. Warum ist das so buggy? Können wir das mal erzählen? So, und erst wenn sie dran klebt. Ihr kleinen Fickeriche, das kann doch wohl nicht angehen, ey. Geht mir auf die Nerven, wisst ihr das? Gib Gas! Ja, natürlich schießt er nicht da. Ja, jetzt verreck doch einfach. Komm her, Kuh. Danke. Manchmal bin ich mir so ganz sicher, wann ich loslassen darf. Also ja, wenn es dann oben dran klebt, aber... Das ist mir echt nicht so leicht zu identifizieren. Goldenen Scheißviecher hier kaputt machen. Ich kann nicht mehr ballern. Hallo? Alter! Das ist ja jetzt nicht ultra herausfordernd, ist einfach nur ultra nervig. Okay, komm. Schnell, bevor irgend so ein goldenes Scheißviech mich wieder abballert hier. So. Cool, du hast es wieder geschafft. Nimm meine Libelle als Dankeschön. Füttere sie gut mit Heuschrecken. Die mag sie nämlich. Mhm, klar. Du hast J-Dubs gefangen. Was? J-Dubs? Das ist wieder so komische Namen. Möchtest du mit dem UFO-Prototypen fliegen? Nein. Aber das habe ich so jetzt mal hier interpretiert als
wenn er direkt danach fragt, willst du nochmal oder willst du die Herausforderung machen, dann heißt es okay, ich habe alles erledigt. Aber wenn der Spezial mal sagt, oh nein, es ist wieder was passiert, dann heißt es, da gibt's nochmal eine Libelle. Okay. Was mich irritiert, eine Libelle hieß ja irgendwie über dem Dach oder so, oder über der kaputten Brücke oder so. Ich kann mir vorstellen, was diese kaputte Brücke ist. Nämlich da, wo das erste Tor war. Aber was soll denn da gewesen sein? Huh. Also die Ladezeiten sind wirklich das Schlimmste. Holy shit. Ich habe das Gefühl, selbst Crash 4 hatte nicht so brutale Ladezeiten. Aber da waren die irgendwie auch nicht so häufig, habe ich das Gefühl. Halt nicht immer jedes Mal irgendwie so... Na gut, nach jedem Level, ne? Aber da war das halt so, oh, du hast ein Level geschafft, da kann man dann auch mal kurz so Katharsis-mäßig auch mal kurz chillen, während des Ladescreens, ist okay. Und da hat man wenigstens Crash lustige Nase gehabt, die hin und her geflogen ist. Und geflattert ist. Das ist schon viel wert. Wie, du lebst noch? Hallo? Willst du mich verarschen? Ich gucke mal in den Atlas. Also. 7 von 10 haben wir jetzt. Auf der Brückenruine. Und darunter 2. Na gut, vielleicht müssen wir noch mit irgendwem quatschen tatsächlich. Einfach ganz komisch. Brückenruine wird wahrscheinlich halt das... Ja, ich hab's ja gerade erklärt, was es war. Vermutlich. Ja, da oben drauf haben wir schon mal, ja. Hühnchen! Ich kann euch gerade gut gebrauchen gerade. Ich hätte natürlich auch mal den Ausgang da nehmen können. Also den Ausgang im Sinne von durch das Tor dadurch. Wird gerade getroffen. Oh, da konnte man aufs Dach gerade. Habt ihr es gesehen? Aha. Wobei es eigentlich unter der Ruine heißt. Das finde ich so ein bisschen komisch. Aber ich gehe da trotzdem mal hoch. Oh. Der wehrt sich nicht mal. Du hast Laurent gefangen. Laurent. Thoreux. War das denn jetzt der? Wird wohl, ne? Ja. Ach, das heißt auf der Brücke. Ich habe irgendwie unter der Brückenruine gerade gedacht. Okay, 2 Stück noch. Wo? Wo, frage ich mich? Oh Gott. Eieieiei. Ich habe das Spiel gerade kaputt gemacht. Eieieiei. So umschauen, ne? Dass man vielleicht noch irgendwo einen geheimen Eingang oder so sieht. Aber ich denke ja nicht. Ich kann halt nochmal mit zum Beispiel dem Farmer am Anfang reden. Vielleicht hat der einfach nochmal... Hallo Kuh. Was zu bedeuten? Nö, ne? Ja, eigentlich nur die... Verpiss dich doch einfach mal. Ich will euch hier mal kurz abfackeln. Hier muss man alle davon abfackeln oder so ein Blödsinn. Oh. Nehme ich mit. Ohne Frage. Ja.
Einfach mal alle killen, damit die mir nicht auf den Sack gehen hier. Ich höre gerade dieses... Ich höre so ein Funkeln. Wisst ihr, was ich meine? Oder war der Levelausgang, der jetzt quasi dahinter irgendwo ist? Ich rede erstmal mit dir. Oh nein, Spyro! Das UFO ist wieder da und will bestimmt wieder meine Kühe entführen. Wie kann ich helfen? Wir haben Kanonen aufgestellt, falls sie zurückkommen, aber wir können sie nicht abschießen. Vielleicht kannst du sie mit deinem Blitzatem zünden. Du musst die Kanone genau dann abfeuern, wenn das UFO in der Nähe ist. Okay. Ist das die Kanone hier? ich glaube, ich habe da gerade noch eine. Ja, natürlich bleibe ich da immer dran hängen. Ja, von dir komme ich dann. Boah! Das ist alles nicht so gut designt hier. Deine Mutter, jetzt springt auch, Alter! Boah, man, wie. Bleh. Ich lehne dich ruhig mal von irgendwelchen Kanten ab, ey. Ist ja fürchterlich. Ich habe gerade nämlich gesehen, da ist auch noch eine Kanone, genau. Das heißt, ich muss jetzt quasi einmal das Schiff hier durch die ganze Welt jieten, wahrscheinlich. Ja, bisschen nervig, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Konnte ich das schon von Anfang an machen? Ich glaube nämlich nicht. Dum, ding, dum, ding. So, wo ist es hingeflogen? Mich auch nicht erinnern, irgendwo noch mal so ein Gewehr gesehen zu haben. Gewehr. Da ist das Raumschiff. Ah ja, doch, da, okay. Aber das ist ja irgendwie nicht richtig, oder? Das Raumschiff steht irgendwie über mir. Ah, doch, okay. Achso, das ist ein anderes Raumschiff da. Ach, das ist die Plattform. Ach, bin dumm. Okay. Moment, wenn wir schon mal hier sind, schon mal die Dinger abfackeln, vielleicht bringt's was, aber ich glaube nicht. Langsam reicht's mal. Finde ich. Naja, ich muss halt einmal durchjieten hier wahrscheinlich. Wo kommst du her? Du hast Flavie gefangen. Okay. I mean, ne? Ich nehm's. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Moment, wo ging ich jetzt nochmal lang? Da, ne? Ja. Hm.
Moin. Ich setz einmal rum. Oder jetzt weg. Ich habe Angst, wenn ich mit dem rede, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas resettet wird. Also deswegen gucke ich jetzt gerade noch mal. Ach so, oder hat der gerade die Libelle gedroppt? Der hat bestimmt die Libelle gedroppt, ne? Jo. Und so kommt man übrigens eigentlich rauf, merke ich gerade mal. Ah, okay. Und vielleicht kriege ich jetzt nochmal eine Belohnung, wenn ich nochmal mit ihm quatsche. Und dann haben wir vielleicht alles. Das fände ich toll. Auf zu pfeifen. Pfeife. Weltraumkühe. Kann ich nicht ausstehen. Cool, nee. Weltraum. Okay, da kann ich nur hoffen, dass das jetzt trotzdem alles bisher richtig war. Und ich jetzt einfach nur irgendwo einen übersehen habe. Scheiße. Fragezeichen, ne? Tja, ne? Keine Ahnung. Eine Libelle irgendwo noch. Es könnte überall sein. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, Jungs, ne? Ich, ich finde die Kühe, die ja in diesem Gebiet... Oh, warte mal, hier ist ein Dude. Den habe ich nie gesehen. Danke, dass du die Kühe befreit hast. Kannst du sie hierher zurücktreiben? Ja... Weiß ich nicht. Ach so, sobald die da sitzen, zählt das wahrscheinlich, ja? Ja, okay. Okay, dann haben wir das Rätsel der letzten Libelle gelöst. Behaupte ich jetzt mal, ganz frech. Na komm. Renn dahin. Wenn ich die mal kurz wegmache hier. Ja. Hoffen wir, dass das reicht. Mehr Kühe hier, auf den ersten Blick nicht. Rede ich mal mit ihm, ne? Er freut sich auch schon. Wir machen noch einen echten Farmer aus dir, Spyro. Ach ja, während du meine Kühe gesucht hast, habe ich das Viech hier gefunden. Gehört wohl dir. Viech. Dankeschön für die letzte Libelle. Du hast Cedric. Cedric gefangen. Cedric. Cedric Diggory. Als ich Harry Potter 4 das erste Mal gelesen habe, und das einzige Mal sollte ich vielleicht noch sagen, Level geschafft. Kannte ich diesen Namen, Cedric, ja, habe ich noch nie gehört vorher in meinem Leben, deswegen habe ich ihn im Buch quasi immer in meinem Kopf Cedric genannt.
Weil, naja, ich kann den Namen halt nicht, ne? Na, dann nehmen wir doch mal den offiziellen Ausgang und ja, dann ist die Folge damit ja perfekt vorbei. Das ist doch schön. Das ist schön, dass es so lange gedauert hat, dass ich alles gefunden habe. Nein, alles gut. Aber cool. Jo, nächstes Mal geht's dann ins nächste Level, würde ich sagen. Wir wissen ja schon welches. Ne? Das da in diesem Wassergebiet. Das wird bestimmt so ein Wasserlevel. Boah. Aber ja, ne? Mal schauen, was da so auf uns wartet. Ich hoffe, dass wir auch bald die Fähigkeit kriegen, mit der wir dann die letzten paar Sachen in der ersten Welt nachholen können. Das würde ich dann natürlich gerne nachholen. Ich denke mal, wir müssen einfach, wir kriegen noch irgendeine Fähigkeit, womit wir irgendwie höher springen können oder so. Womit wir dann auf diese Steine da landen können und das dann befreien können. Ich glaube, das ist so der Witz an der Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Ich glaube daran. Alter, diese Ladezeiten. Oh, ich werd bekloppt, ey. Ja. Also, ne, ich sag schon mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und ja, beim nächsten Mal habe ich ja schon gesagt, ne? Okay. Selbst der Blackscreen muss noch laden. Holy shit. Okay, bis dann. Ciao.